Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wer EasyJet, Ryanair und die ganzen Billigfluggesellschaften kennt, der weiß, die sind ganz schön streng. Letztens war ich mal am Flughafen und habe gesehen, wie eine Dame Übergepäck hatte. Sicherlich etwas zu viel Übergepäck, aber sie sollte 208 Euro nachzahlen, weil das Gepäck eben zu schwer war. Das war also schon eine krasse Angelegenheit. Und einen anderen Fall, den ich mal erlebt habe, das war schon fast wie eine Slapstick-Nummer. Da wollte jemand mit Ryanair fliegen und hatte seinen Koffer, den Handgepäckskoffer, musste er in so ein Drahtgestell reinstecken, damit man sieht, ob das passt. Und das passte natürlich nicht, weil er den viel zu voll gepropft hatte. Und das war wirklich sowas von lustig. Er hat sich dann da drauf gesetzt und so sehr auf dem Koffer rumgehüpft, dass das ganze Drahtgestell von Ryanair umfiel. Bis dann allerdings die Füße von dem Koffer abgesprungen sind, die waren kaputt, der Reißverschluss ist aufgerissen und dann passte der Koffer. Nach etwa 15 Minuten drauf rumhampeln mit noch zwei Freunden zusammen, sagte er, sehen Sie mal, passt doch, und er durfte dann einsteigen. Ja, das als kleines Vorgeplänkel zu unserem nächsten Fall. Er betrifft nämlich genau solche Fluggesellschaften und ihre Strenge, und diesmal betrifft er EasyJet. Es gibt einen Menschen, der wollte mit EasyJet fliegen und EasyJet hatte Verspätung und hatte dann, oder nicht EasyJet hatte Verspätung, ein Zug hatte Verspätung. Es ging also um Anschlusszüge und Anschlussflüge. Und jedenfalls twittert er dann, sagt er, nachdem EasyJet sich irgendwie unkulant gezeigt hat: Flug um 90 Minuten verspätet, Soldat verpasst letzten Anschluss, EasyJet weigert sich, die Kosten zu erstatten, um nach Portsmouth zu kommen. Also, da gab es Diskussionen am Schalter und derjenige, der mitfliegen wollte, der beschwert sich per Twitter über EasyJet. Die Social Media Manager von EasyJet, die scheinen aber ziemlich flink zu sein, denn die haben sofort rausgefunden, hey, hier schimpft jemand über EasyJet, den lassen wir nicht mitfliegen. Das heißt, die haben noch während er twitterte in der Schlange das gemeldet an den Schalter. Die Damen am Schalter haben den rausgezogen und gesagt, nix da, du darfst nicht mitfliegen. Das gab dann natürlich heftige Diskussionen am Schalter. Und rechtlich gesehen hat der Herr dann den EasyJet-Leutchen gesagt, dass das Ganze unter die freie Meinungsäußerung fällt, was er hier getwittert hat. Denn da war nichts Unwahres, sondern er hat einfach nur seine Meinung geäußert, dass er nicht ganz zufrieden mit dieser Airline ist. Und ja, und das hat dann letztlich dazu geführt, dass er doch mitfliegen durfte. Und vielleicht noch der ganze kleine Haken an der Geschichte war: Er war Juraprofessor in Glasgow, konnte deswegen seine Meinung natürlich und seine Rechtslage sehr deutlich artikulieren. Und hatte jetzt schon eine schöne Vorlage für seine nächste Jura-Vorlesung. Da wird er den Fall nämlich, so hat er angekündigt, ganz klein zerlegen und erklären, was er mit EasyJet erlebt hat. Ja, vielleicht habt ihr auch schon interessante Sachen mit den Airlines erlebt. Vielleicht erzählen die euch auch viel an der Hotline, was gar nicht stimmt. Dann postet es hier unter das Video. Wir gucken mal, was an spannenden Kommentaren dabei ist. Vielleicht können wir das eine oder andere davon auch noch rechtlich aufklären. Letztlich soll hier hängen geblieben sein: freie Meinungsäußerung, die ist natürlich möglich. Und wenn euch das Thema Meinungsäußerung interessiert, dann schaut euch auch noch unsere anderen Videos an, denn dazu haben wir schon einiges hier gedreht. Einstweilen, danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.